Nihat hat den Tod seines ungeborenen Sohnes immer noch nicht verarbeitet. Bei einem Mittagessen mit seiner Familie sorgt er deshalb für einen Eklat. Die einst schwangere Lilly, Iris Mareike Steen, hat ihr ungeborenes Baby bei einem Autounfall verloren. Michi, Lars Pape, der Fahrer des verunglückten PKW, behauptet, dass jemand ihm die Vorfahrt genommen hat. Während Lilly die Tragödie so langsam verarbeitet hat, kommen ihrem Freund Nihat, Timur Ilker, weiterhin Zweifel, ob Michi die Wahrheit sagt. Er glaubt, dass Michi für den Unfall verantwortlich ist. Nihat rastet beim Familienessen aus. Wenig später sorgt Nihat bei einem Familienessen für einen Eklat. Er kann es nicht ertragen, dass seine Freundin Lilly, Michi und seine Schwiegermama Maren, Eva Mona Rodekirchen, nach dem tragischen Unfall einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Der hasserfüllte Nihat rastet plötzlich aus. Das ist doch alles scheiße. So geht es mit Nihat und Lilly weiter. Wie reagiert die Familie auf Nihats Wutausbruch? In einer RTL-Mitteilung heißt es: Alle Anwesenden sind von Nihats Ausbruch irritiert. Kurz scheint es so, als würde Nihat Michi mit seinem Verdacht konfrontieren, entscheidet sich aber dagegen. Michi und Lilly glauben zu wissen, was mit Nihat los ist. Die Folge ist am 14. Juni ab 19:40 Uhr auf RTL Plus Sternchen abrufbar.